Einen wunderschönen guten Morgen, liebe City Church Karlsruhe, auch einen wunderschönen guten Morgen. Liebe Fernsehzuschauer auf Anixe, die euch diese Predigt anschaut, auch liebe YouTube-Zuschauer, die ihr vielleicht diese Predigt nachschaut, nachhört. Schön, dass wir heute Morgen hier gemeinsam dabei sein können. Wir sind im letzten Teil unserer Predigtreihe zu dem Thema Spoiler, God wins. Es geht darum, dass Jesus der Sieger ist. Und wir haben uns diese unterschiedlichen Zeichen im Johannesevangelium angeschaut. Und durch Jesus Zeichen im Johannesevangelium offenbart Jesus eine andere Facette von dem, wer er ist. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, vielleicht diese Predigten nochmal nachzuhören auf YouTube oder nachzuschauen. Denn ich glaube, es ist gut, dass wir verstehen, dass wir erkennen, wer Jesus eigentlich ist. Was er für uns getan hat, was es bedeutet, sein Nachfolger, sein Jünger zu sein. Denn um zu ihm nachfolgen zu können, müssen wir natürlich wissen, wer Jesus eigentlich ist. Deswegen eine herzliche Einladung, dir diese Predigten nochmal nachzuhören oder nachzuschauen. Heute starten wir in das 9. Kapitel vom Johannesevangelium hinein. Und dort lesen wir direkt im Vers 1 Folgendes. Wir lesen, wenn es funktionieren würde, lesen wir, es funktioniert immer noch nicht, was wir da lesen. Auf jeden Fall lesen wir, dass Jesus rumläuft. Und dann begegnet er einem jungen Mann, der von Geburt an blind war. Ein sogenannter Blindgeborener. Und ich habe mir mal so überlegt, von allen Einschränkungen, die man haben kann, von allen Sinnen, die einem fehlen können, habe ich jetzt in meiner sehr zugegeben subjektiven Wahrnehmung das Gefühl, dass blind zu sein somit das Herausforderndste wäre. Woher ich das weiß? In Straßburg gibt es so ein Museum, das nennt man das Wissenschaftsmuseum oder es ist ein Wissenschaftsmuseum. Und da war ich regelmäßig als kleines Kind. Und da kann man so verschiedene Sachen testen, man kann so ein bisschen mit Wasser rumspielen und ein bisschen mit Strom, also natürlich nicht gleichzeitig. Ne? Und da kann man so verschiedene andere Sachen testen, unter anderem kann man sich da die Augen verbinden lassen und dann so ein Parcours laufen. Und ich dachte mir, das geht gar nicht. Also man kann auch andere Sachen machen, so sich die Ohren irgendwie verstopfen, dann versuchen mit anderen Menschen zu kommunizieren. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das ging noch irgendwie, aber so blind zu sein, dann einen Parcours zu laufen, das schien für mich damals fast unmöglich zu sein. Das war so mein Empfinden und daher ist meine subjektive Wahrnehmung, dass blind zu sein so ziemlich die schlimmste Einschränkung ist, die man haben kann. Und ich glaube, dass es auch im Volksmund nicht ganz verkehrt ist, denn es gibt ja auch diese Analogien, diese Bilder, wo man sagt, dass eine Person blind ist gegenüber irgendetwas anderem. Sondern diese Person ist blind gegenüber dem Leid der Welt oder sowas, sagt man dann, oder gegenüber den Gefühlen seiner Mitmenschen und sowas. Da ist ja diese Analogie, die Person ist ja nicht im wahrsten Sinne blind, sondern sie nimmt einfach nur nicht wahr, was sie wahrnehmen sollte. Und das Interessante ist ja, dass man Sachen anschauen kann und sie trotzdem nicht sehen kann. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist. Du kannst Sachen anschauen, aber sie nicht sehen. Das weiß ich, seitdem ich verheiratet bin. Nadja und ich, wir teilen uns unsere Aufgaben im Haus ziemlich auf. Wir haben jeder so unseren Herrschaftsbereich, wo so klar ist, darum kümmere ich mich und klar ist, darum kümmert sich Nadja. Und dann haben wir einen großen Bereich an Sachen, der ist nicht klar, wer sich drum kümmert. Und dann entscheiden wir je Woche für Woche neu und überlegen, okay, wer hat die Woche mehr Zeit, dann darfst du das putzen oder die Woche habe ich mehr Zeit, dann darf ich das putzen. Und das funktioniert erstaunlich gut bei uns. Problematisch ist nur Folgendes. Wir haben beide unsere Arten beim Putzen. Und wir haben beide Sachen, die uns wichtig sind, dass sie extrem sauber sind und andere Sachen, wo wir sagen so, hey, ob das jetzt ganz sauber ist oder nicht, ist ja auch nicht so schlimm. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe da so eine höhere Toleranz an Sauberkeit als Nadja. Wenn Nadja etwas putzt und es nicht ganz sauber ist, dann denken wir so, ach, halb so wild, nächste Woche putze ich dann ist es halt sauber. Bei Nadja ist es so, wenn ich putze und ich irgendwas anscheinend übersehen habe, dann fragt sie mich, Schatz, hast du da geputzt? Und ich sage so, ja, natürlich habe ich da geputzt, wir putzen da ja immer. Also warum soll ich einen Teil nicht putzen in unserer Wohnung? Ist ja logisch. Dann sagt sie mich, ja, siehst du den Schmutz da nicht? Dann sage ich, natürlich nicht, denn sonst hätte ich ja weggemacht, ist ja logisch. Also. So, und dann sagt sie, ja, geh nochmal zu der Stelle, schaust dir an, dann siehst du, dass es dreckig ist. Und dann gehe ich zu der Stelle, schaue es mir an, aber ich sehe nicht, dass es dreckig ist. Für mich ist es sauber. Und dann kommt sie dazu und meint so, Schatz, schau mal, genau da ist es doch dreckig. Und wir schauen zusammen dieselbe Stelle an. Sie sagt, es ist dreckig, sie sieht da Dreck, ich sehe da aber keinen Dreck.
Weiß nicht, vielleicht geht's nur mir so und meiner Frau so, aber irgendwie, wir können zusammen Sachen anschauen und total unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Und es ist verrückt, dass wir uns am Leben Sachen anschauen können, aber nicht alles wahrnehmen, nicht alles sehen. Ich meine, das fängt schon damit an, wenn du mit einer Person redest. Du redest mit ihr, du siehst sie, du schaust ihre Gestik, ihre Mimik an und trotzdem bist du blind für das, was die Person eigentlich denkt. Für ihre Motive, für das, was sie vielleicht eigentlich will. Das ist schon manchmal herausfordernd. Du kannst zum Beispiel mit deinem Partner unterwegs sein und das Gefühl haben, du hast die beste Zeit deines Lebens. Und dein Partner auf der anderen Seite überlegt gerade, sich von dir trennen zu lassen. Das kann so verrückt sein. Zwei Menschen können zusammen sein, sich anschauen. Der eine denkt, es ist alles gut, der andere denkt, es geht gar nicht. So verrückt ist es, dass wir Sachen anschauen können und trotzdem blind sein können. Du kannst die Wirtschaftslage dir anschauen und überlegen, wo legst du dein Geld an? Und du schaust alles an und denkst, es ist ganz klar, da lege ich mein Geld an. Und 6 Monate später ist das ganze Geld weg und du fragst dir, ich habe doch geschaut, wo ich mein Geld anlege. Ich habe mich doch informiert. Aber irgendwie warst du blind gegenüber irgendeinem Fakt, der dir gefehlt hat. Oder du musst eine Entscheidung treffen. Du kannst alle Fakten dir aufschreiben, auf deinen Schreibtisch vor dir hinlegen und alles anschauen. Und trotzdem das Gefühl haben, du bist nicht in der Lage, jetzt eine gute Entscheidung zu treffen. Man kann Sachen anschauen und trotzdem nicht sehen. Wir können Sachen vor den Augen haben und trotzdem blind sein. Und oft liegt es an unserem Gehirn. Unser Gehirn ist nämlich eine wahre Energiesparmaschine. Noch lange bevor wir von Energiesparen geredet haben, war unser Gehirn schon dabei, Energie zu sparen. Wenn dein Gehirn irgendein Muster erkennt, dann spart es Energie und sagt, hey, kenne ich schon, habe ich schon mal erlebt, habe ich schon mal gesehen, das läuft so und so ab. Und es sucht den einfachsten und schnellsten Weg, um irgendwie dir gute Informationen zu liefern. So funktioniert unser Gehirn. Und das Problem ist, dass aufgrund dessen wir Sachen sehen können, unser Gehirn einen schnellen Weg sucht, das zu verstehen, aber wir nicht sehen die ganzen Nuancen und die ganzen Einzelheiten. Wir sind blind für das, was um uns herum passiert. Aber sobald auf einmal ein Bewusstsein für eine Sache entsteht, auf einmal verändert sich das ganze Spiel. Nehmen wir mal an, du möchtest ein neues Auto kaufen. Du weißt noch nicht, welches Auto. Du gehst zum Autohändler und du schaust dir die verschiedenen Autos an. Und dann siehst du ein Auto, ein Modell von einer Marke, das du fast noch nie gesehen hast. Und du sagst dir, das ist wirklich ein schönes Auto. Und das habe ich fast noch nie auf den Straßen in Karlsruhe gesehen. Das wäre richtig gut, einer der ersten in Karlsruhe zu sein, der dieses Auto besitzt. Also entschließt du dich, dieses Auto willst du kaufen. Und dann gehst du am nächsten Wochenende durch die Stadt und gehst spazieren in Karlsruhe. Und auf einmal siehst du 20 dieser Autos. Genau dieses Auto, genau diese Marke, genau dieses Modell. Und du wunderst dich, haben jetzt in einer Woche 20 Karlsruher entschieden, dieses Auto zu kaufen und zufällig sind sie jetzt alle an mir vorbeigefahren. Natürlich nicht. Aber der Punkt ist, dass dein Gehirn auf einmal auf ein Auto achtet, auf das es Jahrzehnte zuvor nie geachtet hat, weil es hat sich ja nie interessiert. Aber auf einmal achtest du auf genau dieses Auto und auf einmal siehst du das überall. So verrückt ist unser Gehirn. Und genau so können wir Sachen sehen und nicht wahrnehmen. Und auf einmal können wir Sachen wahrnehmen und erkennen, wie sie sind. Und weißt du, ich habe das Gefühl, oft gehen wir durchs Leben und haben unser Bild von Sachen. Wir schauen sie an und denken, so ist sie, so sind sie. Aber vielleicht sind sie doch ganz anders. Und vielleicht geht es dir auch so mit Gott. Vielleicht hast du dein Bild von Gott und sagst so, hey, Gott ist so. Und ich brauche diesen Gott so nicht. Aber vielleicht ist er auch ganz anders. Die Jünger in dieser Geschichte, von die wir gerade lesen, die haben auch so ein ähnliches Problem gehabt. Die haben auch so ihr Bild gehabt und gesagt, so ist das jetzt. Denn wir lesen nämlich im nächsten Vers, dass sie Jesus Folgendes fragen. Die fragen, Meister, warum ist dieser Mann blind geboren? Ist es seine Schuld? Oder ist es vielleicht die Schuld seiner Eltern? Hat er gesündigt oder haben seine Eltern gesündigt? Was die Jünger hier machen, ist erstmal einen Schuldigen suchen. Das ist immer gut, einen Schuldigen zu finden, dann ist man nämlich selber nicht schuld. Deswegen suchen sie einen Schuldigen, fragen Jesus, wer ist jetzt dran schuld an dem Schicksal von diesem armen Mann? Und wir wissen, Sünde und Schuld und Scham und Leid und alle Probleme, die wir haben, jede Krankheit, ist eine Folge vom Sündenfall. Denn bei Gott, da gibt es keine Krankheit, da gibt es kein Leid, da gibt es keine Probleme. Das ist auch die Hoffnung, die wir haben, eines Tages bei Gott zu sein, wo all das weg ist.
Deswegen ist die Frage der Jünger natürlich berechtigt. Hier ist irgendwie Schmerz im Leben einer Person. Wessen Schuld ist das jetzt nun? Wer ist der Schuldige dafür? Und ja, es gibt eine Korrelation zwischen den Problemen unserem Leben und unseren Schuld und unseren Sünden. Und dennoch ist die Korrelation nicht immer eins zu eins zusammenzuzählen. Es ist nicht, weil du krank bist, dass du in der letzten Woche irgendwas falsch gemacht hast. Aber es kann dennoch sein, dass es der Fall ist. Deswegen möchte ich ermutigen, vielleicht auch ermahnen, zu schauen in deinem Leben. Vielleicht ist irgendwo in deinem Leben irgendwie Schuld und Sünde. Und vielleicht wirst du deswegen dort, wo du gerade bist in deinem Leben. Vielleicht erlebst du deswegen vielleicht Leid. Und trotzdem möchte ich Vorsicht gebieten an dieser Stelle. Nicht zu eng diese Korrelation zu sehen und zu sagen, okay, jetzt habe ich die Grippe, deswegen muss ich irgendwas falsch gemacht haben. Oder jetzt habe ich diesen Schicksalsschlag erlebt, deswegen muss irgendwas falsch gelaufen sein in meiner Beziehung mit Gott. Das ist nicht immer so einfach. Deswegen antwortet auch Jesus Folgendes. Er sagt, es lag weder an seinen Sünden, noch an den Sünden seiner Eltern. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar wird. Jesus, was er eigentlich macht, sagt, Leute, ihr stellt die falsche Frage. Jetzt erinnere ich mich an meine Mama, als ich mit meiner Schwester, wir kleine Kinder waren, da sind wir immer zu meiner Mama gerannt und haben gesagt, er hat mir wehgetan, sie hat mir wehgetan, er hat dies gemacht, sie hat jenes getan. Und wir waren natürlich nie schuld, sondern es war immer der andere. Und meine Mama hat uns dann immer gesagt, Leute, wenn ihr streitet, dann geht es nicht darum, wer recht hat, es geht nicht darum, wessen Schuld es ist, sondern es geht darum, dass ihr euch verträgt. So ungefähr habe ich das Gefühl, macht Jesus das hier. Er sagt, Leute, es liegt weder an der Sünde von diesem Mann, noch an der Sünde seiner Eltern. Das ist die falsche Frage. Die Frage ist nicht, wer ist schuld, sondern die Frage ist, was will Gott hier machen? Jesus, er schaut nämlich nicht auf die Probleme, er schaut auf die Lösung. Jesus, er schaut nicht auf das, was falsch läuft, sondern er schaut auf das, was richtig laufen könnte. Und dazu möchte ich ermutigen, wenn du etwas hast in deinem Leben, was dich plagt, dann schau nicht auf deine Probleme und fokussiere dich nicht auf deine Probleme, sondern fokussiere dich auf Jesus, der die Probleme überwindet, der eine Lösung für dich hat, der etwas tun kann. Schau auf Jesus. Denn Jesus, lesen wir weiter, er ist das Licht der Welt. Er sagt nämlich dann, wir alle müssen die Aufgaben dessen, der mich gesandt hat, rasch erfüllen. Denn nicht mehr lange und die Nacht bricht herein, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich hier in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Jesus ist das Licht der Welt. Und jetzt kommen meine Malkünste zu Einsatz. Wer bei mir schon mal im Seminar war, der weiß, Malen am Flipchart und ich sind zwei Sachen, aber ich habe es geübt. Also, wir haben hier einmal das Licht. Für die, die es nicht erkennen können, das soll eine Glühbirne sein. Ich weiß, zu Zeiten Jesus gab es noch keine Glühbirne. Aber eine Kerze zu malen ist noch schwieriger. Deswegen eine Glühbirne, okay? So. Jesus ist das Licht der Welt, sagt er selbst. Und dieses Licht kommt jetzt zu den Menschen und was passiert dann? Dann passiert Folgendes. Jesus spuckt auf die Erde, nimmt seinen Finger, vermischt den Lehm mit dem Speichel zu einem Brei und er streicht es diesem Blinden auf die Augen. Dann sagt er zu ihm, geh hin und wasch dich in dem Teich Silo. Silo bedeutet übersetzt Gesandter. Da ging der Mann hin, wusch sich und kam sehend zurück. Jesus ist schon verrückt und eigenartig. Ich meine, jetzt auf jemanden zu spucken, wird jetzt nicht als etwas Positives wahrgenommen meistens. Und auch damals war Speichel etwas Unreines. Also Jesus benutzt hier etwas Unreines, mischt seinen unreinen Speichel mit wahrscheinlich auch nicht gerade sauberer Erde, mischt das Ganze und streicht es einem Blinden auf die Augen. Jesus nimmt also was Unreines, um jemanden zu heilen. Das finde ich interessant, das ist so wie wenn Jesus den Leprakranken berührt. Die Krankheit kommt nicht auf Jesus, sondern die Gesundheit von Jesus kommt auf den Kranken. Wenn Jesus der Reine etwas Unreines berührt, dann wird nicht der Reine unrein, sondern wird das Unreine rein. Das finde ich spannend. Und dann sagt Jesus, geh in den Teich Silo. Also Jesus der Gesandte sagt zu dem Blinden, geh zu dem Gesandten.
Und dann war das so, dass dieser Teich Silo von den Juden ein bisschen verachtet war, ein bisschen ausgegrenzt wurde. Sie wollten diesen Teich nicht so haben, sie haben ihn nicht so gern benutzt. Und genauso wie dieser Teich von den Juden ausgestoßen wurde, genauso wurde auch Jesus von den Juden ausgestoßen. Diese Geschichte ist also wieder voller Analogien, voller Bilder, die Jesus hier benutzt, um den Blinden etwas klarzumachen. Aber was ich interessant finde, ist, dass wenn das Licht kommt, dann wird aus diesem Blinden, ich weiß nicht, wie man einen Blinden malt, deswegen schreibe ich einfach mal blind, der wird dann auf einmal sehend. Ein Auge kann ich noch malen, das kriege ich noch hin. So. Der Blinde wird sehend. Das ist echt cool. Aber was dann passiert, ist absolut komisch. Denn man könnte jetzt denken, das ist doch das Kernanliegen der Geschichte. Jesus heilt einen Blinden. Aber es ist eigentlich nur eine ganz kleine Nebensache, eigentlich eine Einleitung zu jetzt einem ganzen Abhandlung von Gesprächen, die folgen. Und ich muss sagen, ich habe echt Mitleid mit diesem armen Blinden. Er war gerade noch blind, wird jetzt geheilt und auf einmal muss er mit allen möglichen Leuten darüber reden. Und das Verrückte ist, zu diesem Moment weiß er noch nicht mal, dass Jesus ihn geheilt hat. Er ging ja blind zu dem Teich und er wusste nicht, wer ihm da irgendwas aufs Gesicht geschmiert hat. Und deswegen kommt er zurück und dann lesen wir, dass seine Nachbarn, ich schreibe mal hier Nachbarn, die Nachbarn, die sehen ihn. Das ist wieder ein Auge. Die Nachbarn, die sehen ihn. Aber im Moment, wo sie ihn sehen, denken sie, der sieht nur so aus wie der Blinde, der jeden Tag seit Jahren an dieser Ecke sitzt und bettelt. Denn der Bettler, der da saß, der eigentlich Blinde, der ist ja nicht mehr da. Und sie denken, der ist jetzt verreist. Und diesen Mann, der jetzt uns da entgegenkommt, der sehen kann, das ist einfach nur einer, der ihm sehr ähnlich sieht. Die Nachbarn also, die sehen, aber aus irgendeinem Grund können sie nicht glauben. Sie können nicht glauben. Sie können nicht glauben. Es übersteigt ihre Vorstellung. Es übersteigt das, was sie wahrhaben können, dass dieser Mann, der eben noch blind war, auf einmal sehen kann. Und ich möchte dir gleich vier Kategorien vorstellen, vier Personengruppen. Und vielleicht kannst du dir mal fragen, zu welcher dieser vier Personengruppen gehörst du? Also die Nachbarn, die sehen, aber die können nicht glauben. Und sie fragen den Blinden dann, bist du's? Und er sagt, ja, ich bin dieser Blinde, ich bin jetzt gesund. Und die fragen ihn, wie wurdest du gesund? Und er sagt, ein Mann, er wusste nämlich nicht, wer ihn gesund gemacht hat. Er sagt, ein Mann hat irgendwas auf meine Augen geschmiert und mir gesagt, ich soll den Teich mich waschen gehen. Daraufhin bringen die Nachbarn diesen armen Mann, diesen Blinden, zu den Pharisäern. Pharisäer. Und auch die Pharisäer, die sehen. Die Pharisäer, die sehen den Mann und die fragen auch ihn, was ist passiert? Und der Blinde erzählt wieder, ein Mann hat zu mir gesagt, ich soll das machen. Daraufhin sagen die, oder fangen an zu streiten, die einen sagen, wie kann nur ein Mann am Sabbat dir gesagt haben, so weit zu laufen? Was maßt er sich an? Die anderen sagen, naja, das kann kein Mann gewesen sein, denn ein Sünder kann nicht heilen. Die Pharisäer, die können also nicht glauben. Die können zwar glauben, aber die wollen nicht glauben. Die wollen nicht glauben. Obwohl sie klar sehen, da ist ein Blinder, der sieht jetzt, wollen sie nicht glauben. Und das sind Menschen, die suchen irgendeine Lücke. Die haben zwar klar vor Augen, so ist es. Aber irgendwo finden sie eine Lücke. Sie suchen dann irgendeine Bibelstelle, die irgendwas in der Bibel widerspricht und sagen, deswegen kann die Bibel nicht stimmen. Und die finden irgendeinen Grund,
warum das, was irgendjemand anders erlebt hat, sich doch irgendwie durch andere Methoden erklären lässt und es nicht Jesus, nicht der Glaube, nicht Gott gewesen sein muss, sondern es auch andere Gründe gibt. Und auch in unserer Geschichte denken die Pharisäer, eine Lücke gefunden zu haben. Sie denken nämlich, dieser Mann ist wahrscheinlich gar nicht blind geboren. Der ist wahrscheinlich nur gespielt. Und deswegen rufen sie dann seine Familie. Und auch die Familie hat den Blinden gesehen. Und die Familie kommt. Und die Pharisäer fragen die Familie, ist dieser Mann wirklich blind geboren? Und die Eltern sagen, ja, das ist unser Sohn und er ist wirklich blind geboren. Aber was interessant ist, sie wollen nicht erzählen, wie das Ganze passiert ist. Sie haben zwar gesehen, aber sie haben Angst. Wir lesen nämlich, dass sie hingehen und sagen, ja, das ist unser Sohn, er ist blind geboren, jetzt sieht er. Aber was passiert ist, das müsst ihr ihn selber fragen. Er ist alt genug. Sie haben es zwar gesehen, aber sie haben Angst davor, den Pharisäern zu sagen, dass Jesus der Messias ist, dass er der Christus sein könnte. Denn damals war schon eine Regel, dass wer Jesus als Christus bekennt, der wird aus der Synagoge rausgeschmissen. Sie haben also gesehen, aber sie haben Angst vor den Konsequenzen vor außen, vielleicht für das, was das für ihr eigenes Leben bedeutet. Das sind Menschen, die sagen, ja, ich habe vielleicht Gott erlebt, ich habe vielleicht etwas gesehen, ich habe vielleicht etwas Übernatürliches in meinem Leben erlebt, ich habe erkannt, Jesus ist irgendwie mehr als nur ein Mensch. Aber wenn ich mich jetzt zu ihm bekenne, wenn ich jetzt mit ihm lebe, dann hat es Konsequenzen und vor denen fürchte ich mich. Und dann, ich habe wirklich Mitleid mit dem Blinden, wird der Blinde nochmal zu den Pharisäern zitiert. Also hier war einmal Pharisäer, jetzt haben wir ein zweites Mal die Pharisäer. Und auch die natürlich haben gesehen. Und was dann passiert, ist absolut verrückt. Die Pharisäer wissen jetzt, der Mann war wirklich blind, also er ist wirklich blind geboren. Und sie sehen, er sieht jetzt. Also offensichtlich, da kannst du eigentlich ein Wunder von Jesus nicht sehen. Die haben wirklich gesehen, also wirklich. Und alles nachgeprüft. Und dann fangen sie an, mit ihm zu diskutieren und sagen, gib Gott die Ehre, denn ein Sünder kann das nicht getan haben. Und der Blinde sagt, klar gebe ich Gott die Ehre, kein Problem. Aber ob dieser Mann, der mich jetzt geheilt hat, ein Sünder war oder nicht, das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, ich war blind, er hat irgendwas auf meine Augen geschmiert, er hat gesagt, ich soll in den Teich gehen, ich bin da hingegangen, jetzt bin ich gesund. Und die Menschen und die Pharisäer sagen zu ihm, ja, aber ein Sünder kann nicht heilen. Also kann dieser Mann dich nicht geheilt haben. Der Blinde schlussfolgert aber was anderes. Er sagt, okay, dieser Mann hat mir das gesagt und ein Sünder kann nicht heilen, dann ist dieser Mann wohl kein Sünder. Dann ist es wohl Gott oder ein Prophet oder ein von Gott Geschickter. Diese Pharisäer, was sie hier machen, sie sehen zwar, aber sie weigern sich. Sie weigern sich zu glauben. Es ist offensichtlich vor ihren Augen eigentlich, was passiert ist. Aber egal, was für Fakten sie vor den Augen haben, sie sagen, ich weigere mich zu glauben, dass dieser Jesus diesen Mann geheilt hat. Und das sind Menschen, mit denen kannst du noch so viel diskutieren, ihnen noch so viel die Fakten präsentieren. Sie werden immer einen Grund haben zu sagen, nein, ich will dir nicht glauben. Und zum Schluss schmeißen die Jesus raus. Also in dem Fall schmeißen die Pharisäer nicht Jesus raus, aber sie schmeißen den Blinden raus. Und sagen, wie kannst du nur behaupten, dass Jesus dich geheilt hätte? Sie schmeißen diesen Mann raus. Und was dann passiert, finde ich richtig genial. Denn Jesus, er geht und sucht diesen ehemaligen blinden Mann. Und jetzt möchte ich fragen, mit welchen dieser vier Gruppen identifizierst du dich? Mit den Nachbarn, die sehen, aber die können nicht glauben? Mit den Pharisäern, die sehen, aber die wollen nicht glauben? Mit der Familie, die sieht, aber die Angst hat zu glauben? Oder mit der zweiten Gruppe der Pharisäer,
die sehen und weigern zu glauben. Wenn du dich mit keinem von diesen identifizieren kannst, ist es auch in Ordnung. Denn es gibt noch eine letzte Gruppe, eine letzte Person, nämlich den Blinden selbst. Wir lesen, dass Jesus ihm nachgeht, ihn sucht, ihn findet und ihn dann fragt, glaubst du an den Menschensohn? Und der Mann sagt, wer ist das, Herr? Denn wenn ich weiß, wer das ist, würde ich gerne ihm glauben. Und Jesus sagt, du hast ihn gesehen und der mit dir spricht, der ist es jetzt. Und da sagte der Blinde, ja, Herr, ich glaube. Und er fiel vor Jesus nieder und betete ihn an. Jesus fragt ja eigentlich, glaubst du an Gott und an seinen Gesandten? Der Menschensohn ist ein Titel im Johannesevangelium, der Jesus bezeichnet, den Christus, den Messias, auf den die Juden gewartet haben. Und was Jesus hier macht, ist ihn zu fragen, glaubst du an den Messias? Und der Mann sagt, wer ist es? Und Jesus sagt, der dich gesund gemacht hat und der jetzt mit dir redet, der ist es. Und daraufhin sagt der Mann, ja, dann möchte ich Jesus in mein Leben aufnehmen. Dann möchte ich an ihn glauben, dann möchte ich ihn als Herr und Retter in meinem Leben haben. Und ich finde es absolut verrückt, was hier passiert, denn dieser Blinde, erstmal wird er sehend und dann kommt er zum Glauben. Mach mal ein Kreuz dazu. Dann kommt er zum Glauben. Und Jesus fasst es dann im letzten Vers noch einmal zusammen. Er sagt, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen. Ich bin gekommen, die Blinden sehend zu machen und denen, die sich für sehend halten, zu zeigen, dass sie blind sind. Es ist schon verrückt. Ich meine, es ist offensichtlich, dass ein Blinder sehend wird. Es ist offensichtlich, dass Jesus hier hineinkommt in das Leben von diesem blinden Mann, ihn sehend macht. Und trotzdem haben wir eine ganze Gruppe von Menschen, die sagen, ich glaube trotzdem nicht. Ich glaube trotzdem nicht. Obwohl es klar ist, was passiert ist, glaube ich trotzdem nicht. Und wo liegt der Unterschied zwischen diesen zwei Kategorien von Menschen? Es liegt daran, dass der Blinde weiß, der Blinde, der weiß, dass er blind ist. Aber die vier Gruppen hier, die denken. Die denken, dass sie sehend sind und erkennen nicht, dass sie blind sind. Wenn Jesus, das Licht dieser Welt, in die Welt kommt, dann passieren zwei Sachen. Entweder Menschen, die blind sind, werden sehend, weil sie Licht bekommen. Oder die, die denken, dass sie sehen, erblinden, weil Jesus so stark leuchtet. Und das ist das, was in dieser Geschichte passiert. Und ich finde es immer wieder verrückt, dass wir Menschen die Fähigkeit haben, zu schauen und doch nicht zu sehen. Dass wir die Fähigkeit haben, etwas vor Augen zu haben und doch nicht zu erkennen, wie es ist. Wir können Jesus anschauen und denken, wir brauchen ihn nicht. Wir können Jesus betrachten und sagen, ich habe ihn betrachtet und ich brauche ihn nicht. Und vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht sagst du, ich habe Jesus schon kennengelernt. In meiner Familie, meine Eltern haben mir viel erzählt von Jesus. Ich habe erkannt, ich brauche ihn nicht. Vielleicht warst du im Rallye-Unterricht und hast alles gehört, was man von Jesus hören kann und dir gedacht, nee, interessiert mich nicht. Vielleicht warst du auch in der Kirche, in der Kommunion, in der Konfirmation, hast all diese Sachen durchgemacht und gesagt, ich weiß jetzt, wie Jesus ist. Ich brauche ihn nicht. Vielleicht bist du auch in einer Freikirche aufgewachsen, deine Eltern haben dir viel beigebracht, du hast viele Predigten gehört und irgendwann mal gesagt, weil du irgendwie so Fragen bekommen hast und gesagt, na, das kann vielleicht doch nicht stimmen und hast Jesus den Rücken gekehrt. Wenn das auf dich zutrifft, dann möchte ich einladen, eins zu tun. Und zwar ganz einfach. Betrachte Jesus mit deinen eigenen Augen. Betrachte Jesus mit deinen eigenen Augen. Betrachte Jesus nicht mit den Augen deiner Vergangenheit, mit den Augen deiner Familie, den Augen deiner Kirche, in der du aufgewachsen bist, oder den Augen des Rallye-Lehrers, der dich unterrichtet hat. Betrachte Jesus mit deinen eigenen Augen. Betrachte Jesus mit deinen eigenen Augen. Versuche danach, wer Jesus ist, und versuche zu erkennen,
was er für dein Leben vorbereitet hat.